So. Außerplanmäßig geht's heute weiter. Ich will das schaffen. Und deswegen, gute Wie willkommen zu einer weiteren Runde von Let's Play Elden Ring. Wir versuchen uns heute nochmal an dem Night in der Nacht. Aber, da das ja ein One-on-One-Battle in der Nacht ist, machen wir Folgendes. Wir erhöhen mal unsere Rüstung wieder. So, Godric Ritterrüstung. Die ist natürlich einiges schwerer als die, die ich jetzt die ganze Zeit getragen habe. Ich komme eigentlich immer noch gut voran. Na gut, das Rollen ist ein bisschen schwerfälliger. Aber das nach hinten ausweichen geht immerhin noch ganz geschmeidig. So. Und dann, damit ich nicht so viel durchhalten muss, machen wir noch was. Wir entfernen mal ganz kurz den Bogen. Und wählen die Doppelklinge aus. Sehr schön. Und dann wollen wir versuchen, ob ich ihn heute nicht doch mit dieser Methode dran kriege. Machen wir mal noch was. Nee, okay, das geht nicht. So. Aber wenn der mir mit... so einer wuchtigen Attacke kommt. Machen wir hier Rinse and Repeat. Das zieht halt mal gar nichts, gell? Warum? Zielst du denn schon wieder auf die Typen ab, die mir hier nichts... die einfach so da rumstehen. Ey? Ey? Fängt ihr schon wieder geil an. Ach man, hätte ich doch wieder letzte Ort der Gnade gewählt, gell? Ich vergesse es immer. Machen wir noch was. Interessant. Einige der Wetter sind so besser, einige sind so besser. Ich bin halt immer noch ganz schön ausgewuchtet. Aber gut. Naja, versuch, ob das jetzt so geht. Entsprechend geguckt, doch mein Mikro nimmt auf. Gut. Das wäre jetzt weird. Ich bin mal vielleicht von der... schnellen Rüstung verabschieden, damit ich mal ein bisschen mehr Hits vertrage, was? Ja, das ist nix! Alter, guck doch mal, guck doch mal! Willst du mich gerade voll verarschen? Zwei Hits, wieder mal.
Falls es zu einem Gefecht am Boden kommt. Das haben wir jetzt auch nicht mehr, das Kriegergewicht, ne? Obwohl doch, es sagt immer noch, ich hätte diesen Buff. Warte mal. Wir gehen auch mit dem Schild. Nein. Holzgroßschild ist auch nicht schlecht. Ich hab den Buff immer noch. Cool. Gut zu wissen. Das musste mal sein, einfach aus Aggressionswegen, ey. Peter Rainer Kneder, guten Tag. Guck mal, und jetzt ist wieder mein Fokus auf dem falschen Gegner. Nee. Warum muss das auch diese Brücke sein, ne? Halt! Halt! Ah, shit. Weg hier. Sein Pferd scheuert aus. Ich muss doch nur ausweichen können. Aber das nur ist halt nicht so einfach immer. Verpiss dich. Diese Fußsoldaten, die hier gerade mir hinterhergelaufen sind, die nerven noch viel mehr. Scheiße. Heilig, heilig, schnell. Was wollt ihr denn? Ihr Ziegenhirten. Mach mal den erst platt. So. Jetzt behalt mal deinen Fokus auf dem. Nice. Ich muss wieder hoch. Ho, der war knapp, Alter. Mist, zu langsam. Hau wieder auf die Brücke ab. Komm her. Komm her, wenn du so ein toller Held bist. Ey. Ich kann es mir jetzt nicht erlauben, dass mein Pferd hier drauf geht, ne? Shit. Was? Wie schnell hat er sich diesmal ein Pferd zurückgeholt? Willst du mich verarschen? Woo! Woo! Okay, 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 okay. Na toll, das wird jetzt gleich eklig, wenn dieser Tross hierher kommt. Oh, das war knapp, Alter. Mist. Mist! Verdammt mich. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Weg, 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 weg. Sauber. Er ist wieder down vom Pferd. Aufpassen.
Oh, ein Hieb noch. Ein Hieb noch, Alter. Nein, 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 nein. Hey, komm, guck mal. Der braucht doch nur noch einen Hieb und dann ist er down. In dein Face, Junge! Wuhuhu! Kriegssache Stoßhagel. So läuft das. Warum ging das denn gestern nicht so? Guck mal hier, wie krass ich mit diesem Schild bin jetzt. Ich sehe gar nicht mehr aus wie ein Bandit. Kümmere ich mich um die da? Mal schauen. So. Was ist denn das für eine Kriegssache? Ich will die nur mal angucken. Die sind ja schön langsam unterwegs. Dann muss ich die in einer anderen Stelle mehr anschauen, wenn ich ein Ort der Gnade bin. So, ein weiterer Boss ist gelegt. Down, 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 down. Huhuhu. Na? Ich glaube, ich bleibe echt mal bei dieser Rüstung jetzt mal, weil wegen dem Scaling ist es besser. Okay, ich sollte jetzt mal echt aufpassen. Der Titan ist ja am Durchdrehen. Mach doch nicht einen Siegjäger hier, was willst du denn? Was machst du? Pay your respects? Ich vertrage auf jeden Fall wieder deutlich mehr Hits. Okay, jetzt aber weg. Nice. Also, gestern war ich der Wurm drin. Heute ist es schon besser. Ah, cool. Was haben wir denn da? Ich habe mir denn eine Großaxt. Sag mal, theoretisch kann man ja eigentlich alle seine Leute zu Tanks machen. Ich will mal was wissen. Eisenbeil, die könnte ich alle tragen, gell? Die Großaxt nicht. Dafür bin ich zu schwach. Aber so Bleed-Effekte sind schon nice. Und dann, dass ich das hier als Bandit halt machen kann. Ja, dann haben wir diesen Boss besiegt. Das finde ich doch nett. Hier sind bestimmt noch irgendwo mehr Bosse, die ich noch nicht gemacht habe. Warte mal. Den habe ich das Gefängnis gemacht? Ja, das war der mit dem Bluthund, ne? Aber der oben, der eine, der war übelst schwer. Hier sollen irgendwo auch Bosse auftauchen. Ich habe nur gar keinen gesehen. Na, der da unten war auch hart schwer. Wir gehen mal hier ein bisschen die Gegend noch abklappen. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Dann kann ich bei der Gelegenheit ja noch ein bisschen leveln. Die Katakomben, die habe ich schon gesehen. Und so gesehen, so viel von meinem FP verbrauche ich ja nicht, weil ich bin halt nur langsamer beim Ausweichen, aber sonst wird mein Bandit so stärker. Ist nice. So, in welche Richtung will ich denn? Ich will in eine ganz andere Richtung. Wir wollen da lang. Was denn das für ein Viech? Okay, stark sehen die nicht aus. Tatsache, ey. Was seid ihr für komische Typen? Oh, scheiße, hat mein Päuschen gebrochen. Jetzt bin ich dran.
schlagt man die echt nicht. Das ist noch so, ne?